Viele Jahre lang ist uns erzählt worden, dass die Gewinne, die an den Finanzmärkten durch die sogenannten Finanzmarktdienstleister erzielt werden, könnten so groß sein, dass wir eigentlich gar keine industrielle Entwicklung in Europa mehr brauchen. Im Europäischen Parlament haben mir die zuständigen Kommissare wirklich so etwas erzählt. Die Gewinne an den Finanzplätzen, haben die gesagt, die sickern auch zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach unten durch. Die Realität war eine andere. Spielleidenschaft, so muss man das nennen, gnadenlose Zockerei, verantwortungsloses Verschieben von Finanzsummen quer durch die ganze Welt, von einem Finanzplatz zum anderen, das Spekulieren auf was auch immer, das Verdecken und Verschleiern von Risiken, die Intransparenz von Ratingagenturen und die Undurchschaubarkeit von Finanzprodukten. Die nicht ausgewiesenen Risiken, die große Banken in diesem Casino eingegangen sind, all das hat dazu geführt, dass Milliardensummen vernichtet worden sind und viele Menschen um den Ertrag ihrer viele jahrelange währenden Arbeit gebracht worden sind. Das ist der Grund, warum wir Regulierungen auf den Finanzmärkten brauchen. Die Zocker haben zu einer realwirtschaftlichen Krise, die ihresgleichen sucht, beigetragen. Die Bankenkrise, die Versicherungskrise, die Krise der Fonds ist auch eine Krise der Wirtschaft insgesamt. Und die Verluste, die werden zu einem ganz großen Teil aufgebracht durch die Haushalte der Staaten und die werden finanziert durch die Steuerzahler. Regulierungen, die dazu führen, dass sich ein solches Desaster nicht wiederholt, ist das Mindeste, was die Menschen, die heute die Risiken bezahlen müssen, verlangen können. Dafür treten wir ein. Das kann man nicht alleine in Deutschland lösen. Das muss man auch in Deutschland lösen. Aber dazu brauchen wir die Lösungen in ganz Europa. Eine Richtlinie für Ratingagenturen, eine Richtlinie für Private Equity und Hedgefonds. Die Schließung von Steueroasen vor allen Dingen, das sind zentrale Themen bei den Regulierungen der Finanzmärkte und übrigens auch eine Bilanzrichtliniengesetzgebung in Europa, die die Banken und die Fonds verpflichtet, ihre Risiken in den Bilanzen auszuweisen. Es gibt viel zu tun. Mit einer sozialdemokratischen Mehrheit im Europäischen Parlament kann man das alles erreichen.